The Game mit einem Offering von Dwight Fairfield. Und diesmal Distortion, Lucky Break, Proof und Flashbang. Interessant. Jetzt ist Distortion ja noch nicht genervt, das heißt... Scheiß, warte mal, Distortion ist ja vollkommen random. Distortion ist ja vollkommen random, ob der Killer Aura Eater hat oder nicht. Was mache ich in so einem Fall bei der Challenge? Also ja, wie ihr merkt, alles noch ein bisschen in der Planung hier. Aber was mache ich, wenn es nicht möglich ist, Value zu bekommen? Flashbang kann ich bekommen ohne Probleme. Proof kann ich bekommen ohne Probleme. Lucky Break kann ich bekommen ohne Probleme. Aber Distortion wurde genutzt. Okay. Aber trotzdem, was zur Hölle mache ich? Es ist ein Nemesis, okay. Was zur Hölle mache ich, wenn ich mal keine Value rausholen kann, dass das also nicht mal möglich ist? Dass es nicht mal möglich ist. Was mache ich dann? Oh Gott. Sagen wir einfach immer, ich muss Value rausholen, wenn es möglich ist. Und es ist kein Loss, wenn ich keine Value raushole, wenn es nicht möglich gewesen wäre. Beziehungsweise, wenn ich keinen Nutzen raushole. Beziehungsweise den Perk nicht nutze. Mein Gott, meine Formulierungen hier aber auch in der Challenge, ne? Da merkt man, das ist alles nur eine Rohidee. Das ist noch ein Rohdiamant. Ich hoffe, by the way, generell darauf, dass der Modus hier für immer drin bleiben wird im Spiel. Weil es gibt halt so viele Challenges, die man hier machen kann. Es gibt so unfassbar viele Challenges. Okay. Würde mir auf jeden Fall mal meine Flashbang holen. Okay. Let's go. Kommst du zu mir bitte? Please? Okay, nein. Warte mal, ist das Repressed Alliance? Nee, die Palette droppe ich nicht. Spaß! Spaß! Die Palette ist viel zu gut dafür, aber ist hier wirklich noch ein Zombie? Ja. Ja, okay. Dann healen wir dich hoch. Hallo? What? Ich verstehe deinen Plan nicht! Ich habe jetzt nicht so verstanden, was der Plan war, Dwight. Okay. Oh mein Gott, wartet. Haha, Hubris. Scheiße. Aber geil. Und Hubris ist schon weg. Lucky Break. Weirdest Movement. Und er verliert mich. Oh mein Gott, diese Value. Das ist gerade so clean. Das ist gerade unfassbar clean. Aber Flashbang war auch krank. Also muss man mir einfach lassen, die Flashbang war krank. Ja, Inshot traue ich mich nicht runter. Wir könnten halt große Probleme bekommen. Homebro. Homeboy. Roski. Darf ich dich bitte heilen? Leck doch meine Eier. Boah, also ich würde die Challenge auch sehr gerne wirklich weitermachen. Mit Perks auf Level, you know, 3.
Okay. Ist cool. Ich hoffe, die sind weg hier. Okay, er geht nicht hinter mir her. Okay. Ich habe aber schon alle Perks genutzt, und zwar verdammt gut, wenn ich bitten darf. Verdammt gut. Escape wäre natürlich trotzdem schön. What? Ich hab's getried, ich hab's getried. If you try your best, but you don't succeed. Er hat auf jeden Fall ziemlich krank viel Aura-Read-Stuff dabei, ne? Also, just saying. Er kann da auf jeden Fall drüber hitten. Das war zu cocky. Ja, ich geb's zu. Das war zu cocky. Ich hätte einfach runtergehen sollen, die Paletten nutzen. Aber ey, ich wollte cool sein. Ich war's nicht. I'm sorry. Mein Fehler. Aber nice try kann man mir geben, oder? Man kann schon sagen, nice try hier, oder? Homebro. Du gönnst doch einen Insta-Heal hier, oder? Perfekt. Mein Bruder auf another Mutter. Oh. Ignorieren und durchziehen. So und nicht anders. Ja. Oh mein Gott, Dwight, was machst du? Ich bin genauso cocky. Ich bin genauso cocky. Wir brauchen halt Generatoren. Oh, Reassurance. Let's go. Resurgence. Warum verwechsle ich diesen Namen bitte immer? Es fuckt langsam ab. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde lieber so rumchasen jetzt. Leben am Limit, die Lady jetzt aber gerade, oder was? Ein wilderer Try. Ey, ich weiß nicht, wie ich immer wegkomme hier. Oh, Plot Twist, okay. Sehr nice. Ich würde schon gerne escapen, ja auch. Oh, okay. Sorry, Bro. Ich habe Generator hier gehört, dachte direkt, oh, mein Mate. Aber nee. Nicht mein Mate. Ich könnte aber hier rüberlaufen. Direkt hier. Den Heal eingehen. Bruder, ich weiß! Ich weiß es doch! Ich weiß es! Lass mich nicht weit hineinen! Du könntest es doch sogar wirklich abbrechen auch, ne? Just saying, du könntest es komplett abbrechen auch. Du könntest mich, selbst wenn ich zu dumm dafür wäre, bei 99% DOS einfach abkrageln. Wut. Ein bisschen Wut. Nicht vergessen, Distortion. Viele vergessen immer den Effekt von Hydration Nation erstmal.
von Distortion, dass man nicht nur seine Aura versteckt, sondern danach auch noch keine Scratchmarks mehr hinterlässt. Hydration und Nation Part 2. Währenddessen rieche ich an seinem Arsch. Bruder, schau mich nicht so tschatschi an. Bruder. Komm her, try me! A Bruder von another Mutter! Schau doch den Jokes auf! Okay, nice one. Nice try. Dieser Nemesis ist schon ein kleines Luder. Es tut mir leid, Bro. Es tut mir leid. Obwohl, tut's mir leid? Tut's mir leid? Ich glaube, es tut mir gar nicht leid. Was? Warum? Oh, okay. Okay, kommt durch. Kommt durch. Alles geil, alles geil. Okay. Warum bleibt ihr da? Warum bleibt ihr da in der Ecke? Du hättest überall hinlaufen können schon. Und Bruder, du bleibst jetzt nicht für immer in der Ecke, oder? Also, du bleibst jetzt nicht für immer in der Ecke, oder? Komm her! Ich riskiere mein Leben 100-mal für dich. Und dann muss ich dir erst die Füße ablecken, dass du hier überhaupt herkommst. Ja, lass zielen. Ja, die Ecke! Das ist wirklich die Ecke der Heilung. Das ist die Ecke der Sicherheit auch. Wut habe ich. Wirklich Wut. Und ja, ich heile euch zuerst, weil ich vertraue mir ein bisschen mehr. Bin ich ganz ehrlich. Bei den Plays, die ich hier sehe. Wir haben sogar beide Bullet. Wir haben, wenn jetzt einer aufsteht von euch, wir haben beide Bullet sogar. Scheiße. Keine Chest mehr, nirgends. Okay. Generator Walk! Geh nicht runter. Sie geht richtig hart runter. Tier Free Range nicht vergessen, ist jetzt halt krank. Kann halt nicht viel mehr als Zeit jetzt rausholen. Tut mir leid, Freunde. Aber alles gut. Numero dos ist durch. Numero dos ist durch. Und ich hoffe, die anderen Mates schaffen es auch noch gut raus. Wir haben alle Perks genutzt. Und ich wiederhole, sehr gut genutzt. Bist du gerade von einem Zombie gedownt worden? What? The actual... Ich glaube, er wurde ver... Ich weiß, warum du Leon spielst. Und ich spiel selbst Leon und sag das trotzdem.